Zugeschaltet sind an den Bildschirmen oder an den Telefonapparaten. Sie sitzen natürlich im Trockenen. Wir draußen haben allerdings hier das Live-Erlebnis. Es ist heute für das Pfingstfest auch das richtige Wetter, vom Wind her zumindest. Auf den Regen könnten wir verzichten. Aber der Wind ist ja ein anderes Wort im Hebräischen und Griechischen für dasselbe Wort, was dort steht, nämlich Pneuma im Griechischen oder Ruach im Hebräischen, das bedeutet Geist und auch Windhauch, es bedeutet Wind. Und so ist Gottes Geist, den wir nicht sehen können, aber immer wieder spüren können mit seiner Auswirkung, so wie der Wind die Blätter bewegt oder auch mal die Regentropfen schräg regnen lässt. Pfingsten ist auch der Geburtstag der Kirche, der Gemeinde Jesu Christi. Heute feiern wir diesen Geburtstag und wir erinnern uns, dass Gott mit seinem Geist anders wirkt, als wir es in unserer Welt gewohnt sind. In unserer Welt regieren die Starken und Mächtigen. Wer militärisch stark ist, setzt sich durch, unterdrückt die anderen. Und der Wochenspruch für diese Woche, der weist uns darauf hin, dass Gottes Geist anders ist. Nämlich da heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und in seinem Namen beginnen wir den Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich weiß nicht, ob sie die Information erreicht hat, dass sie auch ihr Gesangbuch gerne mitbringen können und dürfen, weil wir dürfen jetzt im Freien auch mitsingen mit den Mund-Nasen-Bedeckungen, wenn sie die drauflassen bitte. Und dann da kräftig mitsingen. Wenn Sie jetzt kein Gesangbuch dabei haben, dann versuchen Sie es vielleicht entweder auswendig oder Sie hören einfach dem Gesang der anderen zu. Wir starten mit dem Lied 135, Schmückt das Fest mit Maien. Wir warten noch einen Moment, dass Sie es aufgeschlagen haben. Also 135, die Strophen 1, 2 und 5. Yeah.
uns Kraft und Lebenssaft. Lass uns deine teuren Gaben zur Genüge haben. Lieb zu allen Dingen, wollen und verbringen, für uns ein und aus. Wohne in unserer Seele, unser Herz erwähle, dir zum eigenen Haus. Wertes Pfand, mach uns bekannt, wie wir Jesus recht erkennen und Gott Vater nennen. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe, es passt doch nicht so ganz. Vom Wetter her, jetzt schauen wir mal, wie wir mit der Technik zurechtkommen, dass sie nicht im Wasser untergeht. Und schauen Sie mal, ob Sie vielleicht noch einen besseren Platz finden und trotzdem den Abstand einigermaßen einhalten. Wir machen eine kleine Umbaupause. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, wir würden dann den Gottesdienst fortsetzen. Das war natürlich jetzt eine unerwartete Unterbrechung. Allerdings habe ich gerade gesehen, jemand hat mir den Regenradar mit dem Handy gezeigt und da kam wie so ein Gespenst sah das aus, diese blaue Wolke, die dann da über uns hinweg oder die Wolken hinweggeflogen ist und leider auch einiges abgelassen hat an Wasser. Aber der Boden freut sich. Die Technik ist natürlich empfindlicher als wir, aber wir werden jetzt hoffentlich weitermachen können und ungestört den Gottesdienst weiterfeiern. Ich hoffe, es passt so für Sie. Der Psalm 121, das ist ein Psalm, der uns auf dem Weg begleitet, ein Psalm, der früher von den Pilgern gebetet wurde, die auf dem Weg waren nach Jerusalem, auch durch manches Unwetter hindurch mussten wahrscheinlich. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam diesen Psalm beten, der bekennt, dass Gott mit uns auf dem Weg ist. Bei der Nummer 749 im Gesangbuch 749. Wir beten den Psalm gemeinsam. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, amen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir an deiner Hand gehen können, dass du uns hältst, wenn wir stolpern, dass bei dir Hilfe ist. Das ist großartig. Durch deinen Heiligen Geist bist du uns nahe, näher als wir es ahnen. Wir bitten dich, lass uns sensibel sein für deinen Geist, für dein Wirken, dass wir ihm Raum geben. Wir bitten dich, leite du uns auf guten Wegen, heute und immer. In der Stille bringen wir vor dich, was uns auf dem Herzen liegt. Danke, Herr, dass du unser Gebet gehört hast. Amen. Wir hören die Schriftlesung, die gleichzeitig auch der Predigttext ist.
Die Schriftlösung zum heutigen Pfingstsonntag steht in 1. Mose 11 in den Versen 1 bis 9. Die Geschichte des Turmbaus zu Babel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat alle Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Der Herr segne sein Wort an uns. O komm, du Geist der Wahrheit, vom Lied unter der Nummer 136 singen wir die Verse 1, 3 und 7. Liebe Schwestern, liebe Brüder,
Was verbindet eigentlich Menschen untereinander und miteinander? Was bringt Menschen so wirklich zusammen? Vielleicht ein Projekt. Unterschiedlichste Menschen finden sich zusammen aus ganz verschiedenen Ländern und forschen miteinander, zum Beispiel an Impfstoffen. Das haben wir ja in den letzten Monaten erlebt. Und dieses große Ziel, da etwas zu erreichen, das verbindet die Menschen miteinander. Solange, bis das Ziel erreicht ist und solange Geld vorhanden ist, wird an dem Projekt gearbeitet. Über dieses Projekt hinaus entstehen da vielleicht manche Freundschaften, aber ansonsten ist es doch so, nach so einem Projekt gehen die Forscher und Forscherinnen dann ihrer Wege und die Menschen zerstreuen sich wieder. Ein anderes Beispiel, Sportevents. Wir müssen in unserer Erinnerung so ein bisschen vor die Corona-Zeit dann da gehen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Public Viewing, das gemeinsame Schauen von großen großen Spielen, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2014 oder wer mal im Stadion ist, in der Fankurve im Stadion. Das sind Tausende miteinander, die da ein Spiel schauen, die verbunden sind. Und von außen werden sie als eine große Einheit wahrgenommen. Da wird gemeinsam gesungen, da wird geklatscht, da werden die Schals geschwungen. Und am Ende, wenn ein Tor fällt, da ist der große Jubel da und die Menschen, wildfremde Menschen, fallen sich in die Arme und freuen sich miteinander. Aber ist das wirklich eine Einheit, die da ist? Denn nach dem Spielende ist es ja so, außerhalb des Stadions zerstreuen sich die Menschen, wenn die Sendung zu Ende ist, geht jeder wieder nach Hause. Und da spürt man wieder diese Distanz, die von Anfang an da war. Gerade haben wir die Geschichte gehört vom Turmbau zu Babel, dieses menschliche Urprojekt, könnte man es nennen, das uns erzählt wird im ersten Mosebuch, Kapitel 11. Es ist Teil der biblischen Urgeschichte, diese ersten Kapitel werden ja so bezeichnet. Und da in dieser Urgeschichte werden typisch menschliche Erfahrungen beschrieben. Es sind zeitlose Wahrheiten, die man auch gar nicht so genau datieren will und kann. Ein großes Projekt vereint, auch damals sozusagen, die Welt soll verändert werden. Es soll ein Denkmal geschaffen werden, ein Denkmal so großartig sind wir Menschen, könnte man dieses Denkmal nennen. Ja, es gibt auch später noch architektonische Weltwunder, die so als Denkmal für die Kunst, die Schaffenskunst und Kraft der Menschen gelten. So zum Beispiel die Pyramiden. Ich war noch nie in Ägypten, aber vielleicht waren sie schon mal dort oder man kann sie auch aus der Ferne bestaunen. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie riesig diese Pyramiden sind. Ein Ausdruck menschlicher Größe oder man könnte auch sagen, zum Teil auch des Größenwahns. Bis an den Himmel wollte damals die Menschen bauen in Babel. Und Gott sozusagen Konkurrenz machen, ihn ersetzen. Mir fallen auch noch andere große Türme ein, Ihnen vielleicht auch, die sehr beeindruckend sind. Unser Wahrzeichen in Stuttgart ist ja der Fernsehturm. Ich weiß nicht, hat jemand eine Ahnung, wie groß der ungefähr ist, dieser Fernsehturm? Oh ja, also das ist ja ganz exakt, genau 215 Meter, genau das ist ein Kenner hier unter uns. Ich denke mal, da wird die Spitze dann mitgerechnet sein. 215 Meter, genau. Also jetzt können wir das Ratespiel mal fortsetzen noch. Der Berliner Fernsehturm, der ist ein bisschen höher. Was meinen Sie, wie hoch der ist? Der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz. Man kann da auch ganz toll in dem Restaurant da sich mal aufhalten, dann eine Runde fahren in einer Stunde. Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Also da sind wir bei 368 Meter, also nochmal deutlich höher als unser Fernsehturm. 368 Meter, also auch mit der Spitze zusammen. Und dann gehen wir mal nach Übersee, Empire State Building, auch sehr imposant. Wie groß mag das wohl sein? Also da kratzen wir so knapp an der 400, sind wir also 381 Meter. Allerdings mit der Antenne sind wir drüber, 443 Meter, also das ist doppelt so hoch wie der Fernsehturm. Dass man so eine Vorstellung mal hat, ist schon enorm. Übrigens, der höchste Kirchturm der Welt ist ja in Ulm, das Ulmer Münster. Weiß jemand, wie hoch der ist? Sie wissen vielleicht, die Bläser, die waren ja ganz regelmäßig dort in den früheren Jahren.
160 höre ich, ja genau, und dann ein paar zerquetschte, also aufgerundet 161 Meter, dass man so eine große Vorstellung hat, ist fast klein gegenüber diesen anderen Gebäuden. Und jetzt noch die Frage, weiß jemand, wie hoch das, der höchste Turm aktuell der Welt ist? Der steht in Dubai. Bitte? Oh ja, jetzt 800 können Sie sich das vorstellen, 800 Meter, aber es reicht noch gar nicht. Es ist tatsächlich 868 Meter, habe ich gelesen. Ich war noch nie dort, habe auch nicht vor, hinzufahren oder hinzufliegen. Der Burj Khalifa heißt dieser Turm. Auch ein Denkmal, so groß sind die menschlichen Fähigkeiten, so groß ist die architektonische Kraft und Kunst. Ja, der Turmbau zu Babel, der gibt Zeugnis von dieser menschlichen Kunst, aber auch von Größenwahn. Und er ist eigentlich gleichzeitig eine Erklärung, dass es so viele verschiedene Sprachen auf der Welt gibt, so eine Ethiologie nennt man das, also eine Erzählung, die das erklären möchte. Wir können daraus aber auch ziehen, darum gibt es so viel Unverständnis auf unserer Erde. Darum reden Menschen aneinander vorbei. Das liegt auch an diesem Streben von uns Menschen, dass wir ganz hoch hinaus wollen, dass wir uns selber ein Denkmal setzen wollen und dann oft auch keine Rücksicht mehr nehmen. Es wird mit einem Augenzwinkern erzählt hier, mit einer gewissen Ironie. Gott wird überhaupt sehr menschlich beschrieben, allzu menschlich in dieser Darstellung. Und er greift diese Redewendung der Menschen auf, die zweimal kommt, wohl auf, ja, auf geht's, wir schaffen das. Gott sagt, wohl auf, ich gucke mir das nochmal, oder lass uns das mal anschauen, lass uns die Menschen da verwirren. Ich will dem auch gar nicht weiter nachgehen. Das Projekt scheitert auf jeden Fall. Der menschliche Größenwahn wird entlarvt, er wird überführt. Und das, was Menschen verbunden hat, dieses Projekt, kommt zu einem Ende. Es wird aufgegeben, alle verstreuen sich, die Sprachhürden sind zu groß. Typisch Babel, haben die Menschen damals schon gedacht, ja, Babel heißt ja auch Verwirrung, also auch eine Erklärung dieses Namens. Aber täuschen wir uns nicht, Babel ist überall. Da, wo Menschen sich nicht verstehen, da, wo die Einheit nur oberflächlich gelebt wird, da ist Babel. Heute feiern wir, wie gesagt, das Pfingstfest, den Geburtstag der Gemeinde Jesu, der Kirche. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Gott kommt und bleibt bei den Christinnen und Christen, bei denen, die Jesus nachfolgen, bei denen, die ihm vertrauen. Das hatte Jesus ja vorher schon versprochen, bevor er dann in den Himmel aufgenommen wurde, in die andere Dimension. Und jetzt bei dem Pfingstfest ist der Geist da, spürbar. Ich habe Ihnen diesen Text nicht gelesen, es ist ein längerer Text, lesen Sie ihn mal nach, vielleicht haben Sie heute Zeit. Bei diesem Sprachenwunder, das dann hier entsteht, nämlich Gott dreht diese Sprachverwirrung von Babel um. Damals war Verwirrung, die Menschen haben sich nicht verstanden. Jetzt am Pfingstfest sind Menschen aus aller Welt, aus der damals bekannten Welt, muss man sagen, in Jerusalem, Juden, die dort das Pfingstfest feiern wollten, dieses jüdische Fest. Und sie hören durch das Wirken des Heiligen Geistes das Evangelium von Jesus Christus in ihrer Sprache. Sie müssen also jetzt nicht eine andere Sprache lernen, sondern sie bekommen es in ihrer Sprache serviert von den Jüngerinnen und Jüngern, die diese Sprachen gar nicht gelernt haben. Das ist das Wunder von Pfingsten, dass Gott diese Verständigung ermöglicht. So wirkt sich der Heilige Geist aus. Er lässt Menschen das Evangelium von Jesus Christus in ihrer Sprache verstehen. Damals waren das so Sprachen, die heute gar nicht mehr gesprochen werden. Dorisch oder, gut, Ägyptisch gibt es noch, Phrygisch und so weiter, wo die Pilger eben herkamen. Und sie haben das Evangelium verstanden durch den Heiligen Geist. Aber liebe Schwestern und Brüder, das ist bis heute so. Das Evangelium von Jesus Christus verstehst du nicht anders als durch den Heiligen Geist. Da geht es nicht um Vokabeln oder irgendwelche deutsche oder ausländische Sprache, sondern das, was bei dir ankommt, dass du wirklich verstehst und glauben kannst, dass Jesus Christus dein Herr und Retter ist. Das hat der Heilige Geist gewirkt und das wirkt er auch heute noch. Er übersetzt das Evangelium in die Sprache deines Herzens, dass du es verstehen kannst. Dieses Wunder passiert auch heute noch. Und das schafft eine Einheit, das schafft eine Verbundenheit, die nicht von Menschen gemacht ist, die auch nicht projektbezogen ist. Vielleicht ein kleines Beispiel. Vielleicht kennen Sie den Theologen Helmut Thielicke, der hat ja auch viele Bücher geschrieben, er lebt schon eine Weile nicht mehr. Und er berichtet von einem Erlebnis. Er war in Westafrika,
bei den Hereros, bei diesem Stamm von den Menschen, die dort ursprünglich gelebt haben und noch leben. Und er sagt, wir haben im Wüstensand kniend das heilige Abendmahl miteinander gefeiert. Und er hat kein Wort verstanden von dem, was da gesagt wurde. Aber als der Name Jesus gefallen ist und als Brot und Wein geteilt wurde, da hat er gesagt, da war eine Einheit zu spüren, die man nicht erzeugen kann. Eine Einheit, die nur der Heilige Geist wirken kann. Die Gesichter haben gestrahlt. Da war Gemeinschaft da. Ein Herr, ein Glaube. Habe ich auch schon ähnlich so erlebt. Nicht jetzt im Wüstensand von Westafrika, aber mit Menschen, die eine andere Sprache gesprochen haben, aber die im Glauben mit mir verbunden waren. Und das ist eine sehr große Erfahrung, eine schöne Erfahrung. Diese Sprachbarrieren müssen nicht nur trennen, sondern darüber hinweg ist Einheit im Glauben möglich. Die große Frage, die ich mir gestellt habe, und vielleicht stellen Sie sich die auch, ist, warum sind wir Christen oft so uneins trotzdem? Da gibt es Traditionelle, die anders sprechen, eine andere Sprache als die Innovativen, ich nenne sie einfach jetzt mal so plakativ, oder Liberale, die andere Sprache sprechen als die Konservativen, oder vielleicht gibt es auch Klimabewegte, die eine andere Sprache sprechen als die Durchschnittsleute. Aber der Heilige Geist verbindet uns trotz allem. Er weist uns auf Jesus Christus hin, auf die Basis des christlichen Glaubens. Welche Sprache sprechen wir miteinander, dass wir uns trotz der Unterschiede verstehen können? Ich denke, die Liebe Jesu müsste diese gemeinsame Sprache sein. Dabei dürfen wir dann auch unterschiedliche Schwerpunkte in unserem Christenleben setzen, das ist in Ordnung. Aber wichtig ist, dass wir von der Liebe Jesu geleitet werden, dass wir einander nicht verurteilen in unserem Andersdenken, dass wir im Glauben durch den Heiligen Geist vereint sind und das immer wieder auch feiern. Und daran erinnert uns das Pfingstfest. Das müssen wir immer wieder neu buchstabieren, dass Gottes Geist uns vereint, viel mehr als alle Unterschiede uns trennen können. Gottes Geist, der Geist der Liebe. Amen. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. Bei der Nummer 555 singen wir dieses Lied 1 bis 3, alle drei Strophen. Lass uns miteinander beten. Herr unser Gott, wir bitten dich, lass uns die Sprache der Liebe immer besser lernen, dass sie uns in Fleisch und Blut übergeht, dass dein Geist uns bewegt, dass er unser Miteinander prägt und den Glauben so auch für andere attraktiv und spürbar macht. Herr, wir bitten dich, du guter Geist, wehe du und fege du hinaus, was nicht zu dir passt. Die Lieblosigkeit oder
wo Rechthaberei herrscht oder Kritikgeist. Wir bitten dich, lass uns in unserem Leben oder auch in unserer Gemeinde und in deiner weltweiten Kirche und auch in den Gesellschaften, lass da hineinwirken deinen Geist, guter Gott. Bewege du Menschen hin zum Glauben. Bewege du Menschen hin zum Guten. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in der Politik, der Wirtschaft, in der Verwaltung. Herr, gib du Mut zum Anpacken der großen Probleme, die da vor uns liegen, die uns schon beschäftigen. Jetzt in den Pandemiezeiten, auch in der Klimakrise und in den Konfliktgebieten der Welt, im Nahen Osten und wo es auch ist. Herr, wir bitten dich, erbarme du dich und lass deinen Geist wehen. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, das Vaterunser ist auch so etwas, das auch, wenn es in anderen Sprachen gesprochen wird, einfach diese Verbindung untereinander ausdrückt, die Verbindung von uns Christen zu unserem Gott, den wir anrufen mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Ich darf Ihnen noch verschiedene Dinge bekannt geben. Zum einen aber möchte ich vorneweg erstmal ein ganz, ganz großes Lob und ein herzliches Dankeschön ausrichten an die, die jetzt hier schon länger zugange sind, vor allem der Matthias Romer mit seiner Technik. Wir hoffen, dass nichts kaputt gegangen ist, dass er sich so engagiert hat. Auch die Bläserinnen und Bläser, die Mesner, die Helferinnen und Helfer und Mesnerinnen, vielen Dank allen, die es ermöglicht haben. Wir werden im Sommer, also ab Mitte Juli, werden wir dann auch regelmäßig die Gottesdienste wieder hier auf der Bachwiese feiern. Und das war jetzt heute auch schon ein bisschen so ein Probelauf, ob das dann auch mit dem Stream funktioniert oder ob das zu kompliziert ist. Also wir werden es auswerten, schauen wir es mal an. Wir danken dir auf jeden Fall, Matthias. Die heutige Kollekte ist für aktuelle Notstände bestimmt, für notleidende Menschen weltweit. Katastrophen und Krisengebiete gibt es genügend. Es wird von der Landeskirche dann weitergeleitet. Vielen Dank für Ihre Gaben. Übrigens, der Ausgang ist also auf dieser Seite. Sie laufen da bitte links am Haus vorbei und gehen dann außen herum. Und da gibt es dann auch Körbe oder Behältnisse, wo Sie etwas hineinwerfen können, wenn Sie möchten. Vielen Dank für diese Gaben. Sie können auch weiterhin online spenden und opfern. Vielen Dank. Das sage ich auch denen, die zu Hause zugeschaltet sind. Morgen am Pfingstmontag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst, allerdings dann in der Kirche. Ja? Vielleicht sind wir zumindest wetterunabhängiger, es ist anders, aber um 10 Uhr herzliche Einladung in der Kirche. Nächsten Sonntag am Trinitatisfest, Dreieinigkeitsfest, feiern wir zweimal Gottesdienst wieder, 9.30 Uhr und 11 Uhr jeweils in der Stiftskirche. Dann herzliche Einladung und Hinweis am Frohen Leichnam, also Donnerstag, 3. Juni, findet der Christustag digital und vor Ort unter dem Thema mit Jesus durch die Krise. Das ist das Thema, und zwar im Forum Schönblick im Schwäbisch Gmünd statt. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Kuttler, mit dem Leiter und Direktor Herrn Scheuermann und Pfarrer Köpf, den kennen wir ja. Für den Besuch des Christustages vor Ort ist eine Anmeldung erforderlich, aber Sie können es, wie gesagt, auch zu Hause mitfeiern unter www.christustag.de. Finden Sie das über die gleiche Website-Adresse, kann der Christustag auch digital besucht werden. Genau. Pfarrer Köpf hat noch bis 2. Juni Urlaub, die Vertretung habe ich. Das Pfarrbüro ist wegen Urlaubs von Frau Randler ebenfalls bis 7. Juni nicht besetzt. Also wenn Sie da etwas brauchen oder so, dann wenden Sie sich bitte auch an mich. Zumindest solange ich noch da bin, ja. Genau. Ich habe auch Urlaub, ja. Irgendwann mal, aber erst im Juni. Ich wünsche Ihnen allen noch einen behüteten Tag. Jetzt strahlt die Sonne herrlich. Ich hoffe, Sie trocknen auf dem Heimweg und haben sich nicht erkältet. Bleiben Sie behütet. Ich werde Ihnen noch den Segen unseres Gottes jetzt zusprechen und dann werden wir noch einmal die Bläserinnen und Bläser hören. Gucken Sie auch beim Hinausgehen, bitte halten Sie die Abstände weiterhin ein und kommen Sie wohlbehalten nach Hause. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Empfang den Segen unseres Gottes.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.